Eigentlich gab es nicht so, es gab nicht so einen ganz genauen Moment. Ich habe Schultheater gespielt und habe da irgendwie irrsinnig viel Spaß gehabt. Und das war also nicht so, dass ich immer schon Schauspieler werden wollte. Ich wollte ja früher eher so Verhaltensforscher werden und war so auf Amphibien und Reptilien spezialisiert. Und eigentlich erst so mit 16, 17 oder 16 war ich, glaube ich, ja, habe ich Schultheater gespielt und da auf einmal Blut geleckt. Als ich zum ersten Mal hier mitgespielt habe, ich glaube, das war, ich glaube, 2002. Da war das noch eine relativ junge Serie, 2 Jahre oder was lief es so. Ich hatte da schon viel gedreht und es war halt einer von vielen Krimis, die man so drehte. Und habe da zugesagt, war eine schöne Geschichte. Das Besondere war für mich eigentlich, dass ich hier sofort mich total super verstanden habe mit allen. Also, dass man wirklich so einen richtigen Draht zueinander hatte. Und obwohl das nur, ich weiß nicht, 5 Drehtage waren, ich mir mit Marco gleich Nummern ausgetauscht habe. Und auch, obwohl man sich dann erstmal nicht wieder gesehen hat, wir ziemlich lang in Kontakt geblieben sind. Über die Jahre hat sich das dann irgendwie, verläuft sich das wieder, man trifft andere Leute und was weiß ich. Das hat von Anfang an super funktioniert. Und ich weiß noch, auch als ich Jahre später da wieder mal mitgespielt habe, als Episode noch, dass ich einfach gedacht habe, das ist irgendwie, das sind irgendwie coole Leute da, die mag ich gern. Da könnte ich mir vorstellen, auch mal Kommissar zu werden. Habe ich mir wirklich vorgestellt und dachte so, ja gut, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass das mal so werden sollte. Ich bin zum Casting eingeladen worden. Ich glaube, es war damals recht unsicher, ob das ein Mann werden soll, ob es eine Frau werden soll, auch wie alt der diejenige sein soll. Und ich bin erst relativ spät eingeladen worden. Ich glaube, sie wollten eigentlich jemand Jüngeres haben. Und irgendwann haben sie mich aber eingeladen und ich hatte total Bock drauf und habe gedacht, also, das Ding holst du dir. ja, da kann ich sagen, so, das war dann auch so. Also, es lief super, hat Spaß gemacht und ja, ich war nur, weiß nicht, ich war nur einmal da. Es war dann irgendwie, ja, hat dann einfach geklappt und gab auch dann nur eine Runde für mich in dem Fall, weil die irgendwie zufrieden waren und es hat einfach gut gepasst. Ich hatte, wie gesagt, total Lust drauf. Und als dieser Anruf kam, war ich gerade mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen 3 Söhnen auf dem Rummel. Und dann kam dieser Anruf, du hast die Rolle. Und da habe ich mich erstmal wahnsinnig gefreut. Und dann habe ich erstmal zu den Jungs gesagt, super, jetzt fahren wir erstmal hier alles, was geht. Ich habe gesagt, heute ist, jetzt können wir mal alles, jetzt können wir mal die Sau rauslassen. Und ja, war ein lustiger Tag. Da gab es viel, also vieles. Teilweise auch skurrile Dinge. Auch, ich habe auch mal, also ich habe auch mal, manchmal gibt es komische Zufälle, ja. Ich habe auch mal in einer Zeit, in der es mir schlecht ging, mit einer sehr privaten Geschichte, die ich hier nicht erzählen kann, haben wir dann einen Fall gemacht, wo genau so eine Thematik auftauchte und da denkst du dann auch irgendwie, was soll denn die Scheiße jetzt, ja? Und das ist schon skurril manchmal. Ansonsten gibt es viele Folgen, klar, es gibt dann immer wieder irgendwelche besonderen oder so. Jetzt gerade fällt mir mal ein, eine meiner Lieblingsfolgen ist auf jeden Fall Wer Wind sät von Andy Fetscher. Eine Doppelfolge, ein 90er, den wir vor ein paar Jahren gemacht haben. War einer der letzten kalten Winter, an die ich mich erinnern kann, mit viel Schnee, wir haben viel gefroren. Tolle Geschichte, finde ich. War auch ein tolles Drehbuch und auch toll vom Regisseur umgesetzt, von den Schauspielern. War eine Geschichte, die ich super fand. Ja, na klar. Also man bringt ja da auch viele eigene Persönlichkeitsanteile mit ein. Das macht ja auch Spaß.
Ich denke, es gibt viele Dinge. Ist auf jeden Fall jemand, der, würde ich mal sagen, das Herz am richtigen Fleck hat. Und auch wenn er sich sicher öfters mal irgendwo vergaloppiert, ist er jemand, der mit dem Herzen da dabei ist, auf jeden Fall. Ich mag gerne, dass er so geradeaus ist, kein Blatt vor den Mund nimmt. Ist auch was, womit ich früher gerade als junger Mensch oft angeeckt bin, dass ich zu ehrlich war, dass ich Dinge einfach zack rausgesagt habe, ohne mir da so großen Kopf drum zu machen. Da wird man dann im Laufe der Jahre etwas, ja, auch erwachsener und überlegter vielleicht, aber ist trotzdem was mir sehr liegt. Sehr spontaner Typ bin ich auch, emotional, ja. Ich würde sagen, ansonsten, er ist ja auch ein Familienmensch, aber er ist ja auch eher so ein Einzelgänger, merkt man ja schon. Und beziehungstechnisch kriegt er nichts gebacken. Da sind wir sicher anders. In der Hinsicht bin ich ja zumindest unter Schauspielern heute eher, würde ich mal sagen, vergleichsweise ungewohnt klassisch unterwegs, ja. Wenn ich irgendwo sage, ich habe drei Kinder, kommt immer die Frage von wie vielen Frauen, ja. Und das ist eben ungewöhnlich. Wenn man dann sagt von einer, dann kommen schon, aha. Und dann kommt gleich, und seid ihr immer noch zusammen, ja? Und dann ist noch mehr ungewöhnlich. Und ja, da bin ich ja so anders als Herr Kowalski. Ja, klar. Also da gibt es Kommentare, wo Leute sagen, das wäre schwulenfeindlich oder sowas war mal oder irgendwie. Dass irgendwas nicht politisch korrekt war, wo ich denke, ja klar, aber unbedingt, ey, hey, wie wären das, wenn in den Fernsehserien alle politisch korrekt sind? Also Entschuldigung, da kann ich mich gleich schlafen legen, das ist ja stinklangweilig. Also ich bin ja froh. Und wie will man denn zeigen, dass irgendetwas verkehrt ist, wenn es nicht jemanden gibt, der es verkehrt macht? Da kann ich ja dann nur merken hinterher, das war aber scheiße, dass er das gemacht hat. Also das muss ich doch zeigen. Ansonsten, ich meine, wollen wir nur Leute irgendwie zeigen, die irgendwie alle irgendwie PC und brav miteinander sind? Und ich finde es auch witzig. Ich meine, da werden Leute umgebracht, kein Problem. Aber wenn jemand schwulenfeindlich ist oder irgendwie frauenfeindlich oder irgendwas sagt, was irgendwie verkehrt ist, dann, ich meine, es ist doch wichtig, sowas auch zu zeigen und auch, um eben vielleicht zu zeigen, das ist der falsche Weg. Ja, ach, da werde ich emotional. Da vermisse ich meine Kollegen auf jeden Fall. Meine tollen Kollegen und das tolle Team. Das ist so. Ich habe ja diese Entscheidung selber getroffen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwann dann nochmal neue Wege zu gehen. Ich auch in den letzten Jahren definitiv zu viel gearbeitet habe mit Dreh hier. Letztes Jahr habe ich auch noch einige andere Sachen gedreht. Habe mit dem Schreiben, ja, mit meinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, das ist auch einfach sehr viel geworden. Es liegt mir aber auch sehr am Herzen. Und ich habe so gemerkt, gab dann auch ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, die ganzen Dinge wachsen mir über den Kopf. Also diese ganzen beruflichen Sachen, die ehrenamtlichen Sachen. Und dann natürlich auch, ich bin ja ein großer Familienmensch und wenn man drei Kinder hat, auch wenn die schon recht groß sind, da ist auch immer viel los und es ist auch wichtig, dass man für die Familie emotional da ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mal ein bisschen runterzufahren, mich neu auszurichten. Aber trotzdem ein Abschied, der mir nicht leicht fällt. Ja, ich wünsche euch allen alles Gute. Freue mich, wenn ihr freitags weiterhin dabei seid. Ob mit mir oder ohne mir. Und ich danke euch, dass ihr unsere Serie guckt. Und wünsche euch und meinen Kollegen und meinem tollen Team alles, alles Gute für die Zukunft.